Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft Classic Wrath of the Lich King. In Unterstadt, im wunderschönen, herrlichen Unterstadt. Ja, wir sind hier angekommen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, das aufzunehmen. Es war aber so katastrophal, dass ich dann beschlossen habe, das Ganze doch einfach zu cutten. Weil ich dann letztlich den langweiligen Zeppelin von Gromgol genommen habe. Also, nachdem ich vorher immerhin bis zur brennenden Steppe gekommen bin und da dann ein paar Mal gestorben bin, bis mein Charakter nackig war. Ja. Also, ihr habt nichts verpasst. Ich habe ein bisschen was aufgedeckt, ein bisschen Erfahrungspunkte mehr gekriegt. Wir sind also kurz vor Level 38, den ich jetzt leider nicht bekomme. Hallo. Aber ich wollte jetzt einfach mal gucken. Ich habe hier so diverse Sachen für Level 37 noch nicht und für 36 nicht. Und ich nehme jetzt einfach alles mit. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Seid auf der Hut. Ich habe nochmal Dinge ins an den Bankcharakter geschickt, den ich mittlerweile habe. Und jetzt machen wir uns einfach mal auf den Weg nach Arati. Und dann gucke ich mal, ob ich da schon die Kochrezepte kaufen kann. Wir sind ja kochtechnisch 163. Ich brauche halt noch ja entweder mehr Löwenfleisch oder mehr scharfe Muscheln, damit ich das hier, also würziges Muschelfleisch, damit ich diese scharfen Muscheln machen kann. Jetzt bin ich falsch. Das ist nicht passiert. Nein, nein, das ist nicht passiert. Mal gucken, weil für Level 175 im Kochen habe ich ja dann wieder Rezepte. Habe ich jetzt hier wieder einen Eingang verpasst? Ich glaube ja. Das ist einfach heute nicht mein Tag, glaube ich. Das einzig Gute ist, ich habe es tatsächlich halt geschafft, einen Bankcharakter zu machen und der ist in Orgrimmar abgestellt und ich schicke jetzt immer schön Sachen dahin, die ich verkaufen möchte. Das ist schon mal ganz gut. Bin ich jetzt irgendwie blöd? Wo ist denn der? Der ist auf der anderen Seite. Da hinten ist er. Ich werde jetzt gleich auf dem Flug mal schauen, was bei den neu gelernten Sachen dabei jetzt ist. So, ich möchte gerne nach Hammerfall fliegen, bitte. Ich habe ein bisschen das Inventar aufgeräumt, wie man sieht. Das Raptor-Ei habe ich vergessen. Und das Tigerfleisch. Naja, gut. Das ja, Grünhügel des Schlingendorntals muss ich mal gucken. Ob ich das mache oder nicht. Vielleicht packe ich die Dinger immer in die Bank und mal schauen. So, jetzt muss ich mal eben schauen, was ich hier noch an. Nee, Talente hatte ich ja nichts. Aber Zauber gab es ein paar neue. Es waren aber hauptsächlich Level. Haben wir jetzt hier irgendwas? Das ist Level 3. Das ist jetzt Level 4. Können wir das im Flug machen? Können wir. Manchmal kann man ja Dinge nicht im Flug austauschen, deswegen. Das haben wir auf Rang 2 jetzt. Okay. Glaube ich, immer noch Rang 3, ne? Ja. Machtwort Schild ist Rang 6. Was ich in der brennenden Steppe mal brauchen kann. Ich bin da hauptsächlich deswegen jämmerlichst krepiert, weil ich einfach nicht mehr den Weg rausgefunden habe und ich konnte mich nicht mehr, wusste nicht mehr, wo es lang geht. Das war ich glaube, das ist lange, lange her, dass ich da war und ich bin damals natürlich nicht von Süden gekommen. Also ich bin jetzt aus dem, das kann man ja sehen, mein Versuch ging halt hier, ne? Also ich habe den Dämmerwald mehr oder weniger aufgedeckt bis eine Ecke hier unten. Bin dann hier einmal durchs Rotkammgebirge, man sieht, wo ich lang bin. Dann war mein brillanter Plan,
weil ich irgendwie dachte, man kam hier am Schwarzfels vorbei, aber man kommt da natürlich nur zum Altar der Stürme, den hatte ich vollkommen vergessen. Ich habe mich hier also sehr durchgestorben. Ich weiß nicht, ob hier durch der Weg in die sengende Schlucht geht oder ob man tatsächlich durch den Schwarzfels musste, um in die sengende Schlucht zu kommen. Ich habe mich da nicht mehr dran erinnert. Mein Plan war halt, über die sengende Schlucht dann ins Ödland zu kommen, weil von hier kommt man ja, glaube ich, nicht ins Ödland. Das hat aber alles nicht geklappt. Also das war... ja. von... schon direkt eigentlich von... konnte nicht von Erfolg gekrönt sein und boah, das ist immer noch eine gelbe Quest. Nordöstlich der Zuflucht. Ja, da waren wir ja auch schon. Das haben wir uns ja schon angeschaut. Den zu befreien und das hier, das ginge vielleicht mittlerweile die im Vorgebirge des Hügellandes zu machen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist Arati, die Anfangssachen sind grün, darum werden wir die mal machen. Beim Schlingendorntal ist halt auch noch sehr viel gelb und ich möchte es halt immer so machen, dass man sich eben halt nicht total dran aufreibt. Das finde ich halt blöd. Okay, Burg Dunholde. Oder auch Dunhold. Was ich schöner finde als den deutschen Namen. Ist das? Nee, das ist nicht der Bauernhof, wo wir hin müssen für die. Nee, der ist irgendwo da hinten, glaube ich. Ne? Die Zuflucht ist doch hier und der Bauernhof ist das, wo wir hin müssen, genau. Ja, wir müssen hier auch noch aufdecken. Haben wir auch nicht gemacht. Mittlerweile sind wir auch nicht mehr ganz so in Gefahr, wenn wir hier durchreiten. Das ist ja schon mal ganz gut. Also die Gegner hier sind jetzt alle sehr machbar. Sie geben uns noch Erfahrungspunkte, aber sie sind nicht... ja, sind nicht so schwierig, dass wir sofort umkippen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man bei dem das Rezept kaufen kann. Bei dem hier? Schlecht! Nee, also der hat nur ein Rezept für gegrillte Bussardflügel. Hier gibt es, also der hat auf jeden Fall nicht die. Möglicherweise gibt es hier einen anderen. Hat er vielleicht noch Rezepte? Nein, er hat auch keine. Ich werde hier gerade von meinem Hund, vorwärts zum Sieg. Attackiert. Muss mal gerade kurz, eine Pause einlegen und, gleich, weitermachen. Hier gibt es definitiv keine Rezepte. Ich weiß nicht, ob es hier innen noch ein Rezept gab. Ich glaube auch nicht. Seid vorsichtig. Hier noch jemand was zu kochen? Blut und Donner. Nein. Tabu. Sie noch was? Sucht doch etwas. Sie hat seltsam schmeckendes Omelett. Sie hat gerösteten Raptor. Den habe ich noch nicht, glaube ich. Okay, den kann ich mitnehmen. Ja, aber das ist dann immer noch nicht... Nee. Kraft! Ist das das Merken? Nee, das benötigt ein Raptor-Ei. Auch das ist nicht das, was ich brauche. Ich brauche ja eins für dieses seltsame Fleisch oder dieses eigenartige Fleisch. Und das scheint es irgendwie nirgendwo zu geben. Kann man hier eigentlich kochen? Kann man hier dran kochen? Hier? So.
Das machen wir auf jeden Fall mal, damit wir hier endlich mal ein bisschen von der Stelle kommen und wieder ein bisschen mehr Buff-Food haben. Aber auch das ist 175. Das ist alles... Hilft mir alles nicht. Ich meine, ich bin ja fast da. Ich denke mal, wenn ich jetzt genug von den Raptoren umgehauen habe für die Augen, dann kriege ich... Ich überlege, ob wir den... Nee, komm, Ben. Was führt euch hierher? Ja, komm. Geht mit der Erden. Machen wir Hammerfall, das ist mir lieber. Als, Das da hinten ist... Ja, nee. Das ist, PvP. ich gehe nochmal hier rein. Vielleicht ist hier ja noch irgendjemand drin, der Rezepte verkauft für irgendwas. Schneiderbedarf. Raus damit. Hast du ein interessantes Rezept? Seidenstoffwaren, blauer Farbstoff und feiner Faden. Das wäre gar nicht so schlecht. Ich meine, ich könnte das jetzt kaufen und meinem Todesritter schicken. Den habe ich aber gerade erst angefangen. Also ich habe, wenn diese Folge online geht, ist ja das Todesritter-Special schon gestartet. Das heißt, es ist kein Geheimnis mehr, dass ich jetzt tatsächlich das mit dem Todesritter gemacht habe. Wo sind denn die Bleichborken hier? Da unten, Lager der Bleichborken, garantiert. Die Raptoren müssten eigentlich überall unterwegs sein. Was? Gibt's Kobolde? Ich bin verwirrt. Ich habe auch gesehen, es gibt noch ein Rezept, das mit Level 200 kommt, das die Kochlehrerin in Unterstadt verkauft. Für das man irgendwas mit Spinne braucht. Ich habe aber nicht geguckt, was das für ein Rezept ist. Das hätte ich mal machen sollen. Ich weiß nicht, ob man es da schon auch erkennen kann. Dann hätte ich da sehen können, welche Teile von den Spinnen ich jetzt tatsächlich dafür brauche. Ich hatte ja schon ein paar Mal irgendwie Spinnen gekillt, wo... wo es aussah, als würden die was droppen, was man fürs Kochen brauchen kann. Also nicht nur für die knusprigen Spinnenbeine. Da, knuspriges Spinnenfleisch. Oh genau, das ist schön. Dicke Spinnenseide ist auch gut. Das brauche ich. Sammle ich jetzt alles für meinen Schneider. Ich wollte jetzt aber nicht die ganze Zeit Spinnen sammeln, tatsächlich. Der Raptor wäre tatsächlich interessanter wegen der Augen. Und wegen des Raptorfleisches. Das wäre ja auch nett. Und wegen der Raptoreier. Das wäre auch gut. Haltbare Schultern des Wals. Die sind aus Stoff. Ausdauer und Willenskraft. Was haben wir jetzt? Intelligenz und Willenskraft. 6 Willenskraft, 5, ne? Das hört sich zwar gut an, aber wir lassen das mal. Hier war das mit dem gerösteten Raptor. Okay, dafür braucht man Raptorfleisch. Klar. Waffe einmal. Ja, hier bin ich am... überlege ich. Okay, das ist zum Verkaufen. Da weiß ich es jetzt halt nicht, ob wir das auch noch irgendwo für brauchen können.
Also Raptor-Eier sind jetzt auf jeden Fall sinnvoll. Knuspriges Spinnenfleisch war für die Knusperspinne Surprise. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht doch noch irgendwas anderes da auch gibt. Bin mir nicht sicher. Komm her. Gibt ja noch mehr Möglichkeiten mit Rezepten und so. Okay, das war der Level. Ich kriege keine Augen. Vielleicht muss ich woanders gucken? Hochlandschreiter und Hochlandhauer. Das waren doch Hochlandschreiter, oder? Ich habe doch nicht die falschen. Nee, das sind Hochlandschreiter. Die haben alle keine Augen, die Armen. Okay, der gibt keine Erfahrungspunkte mehr mit Level 30, ja, weil wir 38 sind. Mist. Aber dafür hat er ein Auge gedroppt. Okay. Das sieht irgendwie aus wie irgendeine Pflanze, die man für irgendeine Quest braucht. Ich weiß auch nicht. Da wächst es auch. Ich wollte jetzt mal hier runter, weil ich denke, hier unten ist das mit dem Bleichborken, ne? Bestimmt. Jetzt schon ein total volles Inventar. Goscheks Hof. Hatten wir den auch schon aufgedeckt? Ja, hatten wir. Hier war aber auch niemand, bei dem wir was verkaufen können, oder? Guck mal gerade, vielleicht können wir ja bei irgendjemandem ein bisschen unser Inventar leeren. Hauptsächlich Grunzer und Peons, aber vielleicht gibt es ja auch jemanden, der das Sagen hat. Irgendwie die Befürchtung, dass nicht. Okay. Dann nicht. Das ist bestimmt nur für Allianz-Charaktere, damit sie ein paar Orks zum Umhauen haben. Oder so. Die haben hier bestimmt irgendeine Quest, wo die hier irgendwas machen müssen. Hier auch, ne? Das sieht so aus, als ob man das für irgendwas pflücken muss. Okay, der ist 31. Der bringt uns noch Erfahrungspunkte. Ich hoffe, der droppt auch ein Auge. Und vielleicht auch noch ein Ei? Und Fleisch? Dann hätten wir da doppelt und dreifach was von. Na, immerhin hat er Fleisch gedroppt. Dann Axtwerfer, Kopfjäger und Hexendoktoren. Das ist ein Axtwerfer. Okay, das ist relativ simpel, weil es nur einer ist. Lebenswurz. Gott, 29 Kupfer? Seriously? Okay, das ist der Hexendoktor. Der wird jetzt nicht kommen. Doch, der kommt. Ich bin baff. Ich hätte gedacht, dass er Nahkampf vermeidet. Aber gut, warum?
Das sollte jetzt eigentlich reichen, weil der gleich durchgetickt sein müsste. Nein. Ich bin außer Reichweite. Okay, mein Inventar ist voll. Ich brauche keinen Brie aus Sturmwind. Natürlich noch mal erst noch mal ein bisschen Raptoren platt machen, damit ich dann das Inventar ganz frei habe. Aber bis ich die Augen alle zusammen habe, da bin ich ja alt und grau bei der Droprate. Okay, Wollstoff, sehr schön. Schnurrbart, den habe ich jetzt hier überhaupt nicht. Inventar ist voll. Oh, was? Ich habe keinen Platz mehr für Katgas Schnurrbart? Ach nee, Schnurrbart. Kann ich mir davon nochmal welche machen? Ja. Oh Gott, es wird einer überbleiben. Es wird einer überbleiben. Vielleicht hat er ja ein Auge übrig gleich noch. Vielleicht bleibt das Auge ja aber erhalten, sagen wir so. Ich habe immer das Gefühl, bei dem anderen vermatschen wir das dann so, dass wir die so... hauen wir sie so brutal um und dadurch haben sie dann keine Augen mehr über. Ich weiß es nicht. Ach so, nein, ich wollte... Ich dachte, der wäre schon umgefallen. Ich kann nicht mehr tragen. Den Fangzahn lassen wir. Den brauche ich nicht. Haben wir Platz für Königsblut? Ja. Ich sehe das schon kommen. Ich muss gleich zurück nach Hammerfall. Um hier mein Inventar zu leeren. Da ist nochmal Katkas Schnurrbart. Ja, ich muss hier auf jeden Fall auch die Kräuterkunde erhöhen, deswegen. Ich habe ja auch noch nicht auf Max, oder? Nee, 224 aber schon. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir da mal, dass wir jetzt, wenn ich mich jetzt ein bisschen anstrenge, dass man dann nicht mehr so hinterherhinkt mit den Handwerksfähigkeiten wieder. Dass dann sowohl Alchemie als auch Kochkunst... Gott, hier ist alles voller Spinnen. Kaum brauchen wir mal Raptoren, sind keine mehr da. Brauchen wir... Da unten ist einer. Kaum brauchen wir Raptoren nicht mehr, ist wieder alles voll. So ist das doch immer. Okay, da haben wir Glück gehabt, dass der Ebenenkrabbler uns nicht... sich nicht für uns interessiert hat. Ist aber wirklich viel an Kräutern. Haben wir Blassblatt? Ja.
glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Okay. Ja, okay. Komm ein andermal hier hin und... Warum bin ich jetzt aufgesessen? Komm ein andermal hier hin und pflücken alles, was so pflückbar ist und dann passt das schon. Jetzt versuche ich einfach so viele... Richten die das? Brachten die das auch? Hochlandschreiter und Hochlandhauer. Die Pirscher haben das gar nicht, nehme ich an. Pirscher. Das Golddorn. Haben wir Golddorn schon? Das ist Wildstahlblume. Ich glaube, Golddorn haben wir gerade auch nicht im Inventar. Nein. Oh Gott, hier ist so viel Pflanzen. So. Das heißt, die Raptoren, die wir brauchen, das sind diese, die etwas kleineren. Also. Ja. Ich hoffe, wir kriegen jetzt nur Zeug, das wir eh schon im Inventar haben. Augen oder so. Der hatte gar nichts. Das ist aber sehr traurig. Die ist uns egal. 4 Raptoreier. Ich habe jetzt wie viel? Okay, ich brauche 6 oder 7, damit das klappt, dass ich bis 175 komme. Hier ist irgendwie gerade gar nichts. Das ist ein Hochlandschreiter. Sehr schön. Das war jetzt wie gerufen. Der wusste, dass wir den jetzt brauchen. Okay, wir brauchen noch 6 Augen. Bei der Droprate, keine Ahnung, 60 Raptoren? Ich weiß nicht. Bin ich wahrscheinlich wirklich bald in Rente, wenn ich damit fertig bin. Okay, ist mir jetzt egal, dass der Level 30 ist. Ich brauche Augen. Und Eier und Fleisch nehme ich auch. Also von daher ist mir das Wumpe. Hauptsache, er droppt was, was ich brauche. Auch wenn er keine Erfahrung bringt. Ich kann nicht mehr tragen. Er hat ein Auge gebracht, das ist okay. Haben irgendeine Sache nur einmal die... von der Spinne war. Nehmen das mal mit, damit wir, falls die geschwungene Raptorkralle häufiger kommt, wir auch davon was haben und die dann auch verkaufen können. Ganz einfach. Noch 2 Minuten? Na gut. Ich habe jetzt das Elixier der Weisheit tatsächlich gar nicht angeworfen. Ganz vergessen eben. Sollten wir aufpassen. Da ist die Zuflucht. Da wollen wir nicht uns zu nah ran begeben. Wir sind auf Raptorenjagd. Die Menschen in ihrer Zuflucht sind uns egal. Zumindest im Moment. Da hinten ist noch einer. Okay. Ei und ein Auge, das ist schön. Oh ja, hier sind ein paar mehr. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Das könnte jetzt noch was werden. Das könnte noch was werden. Ich will die Folge jetzt nicht mega viel überziehen, aber
Okay, es war ein Raptor-Balk, leider. Aber hier sind mehrere Raptoren, das könnte also vielleicht tatsächlich klappen. Wir brauchen nur noch 4 Stück. Rein theoretisch, wenn jetzt jeder zweite einen droppt. Ja. Hab ich gesagt, jeder zweite? Das wäre so schön. Bitte, bitte. Na gut, Raptorfleisch ist ja auch schon mal nett. Aber Eier wären mir lieber und ich habe überhaupt gar keinen Mana drin. Dann ist noch 5. Also mit etwas Glück können wir. Der hat uns jetzt Gott sei Dank in Ruhe gelassen. Ich habe schon gedacht, wenn der sich jetzt auch noch einmischt, dann schreie ich. Aber so, wir haben 5 Eier noch und wir brauchen rein theoretisch noch, ja, noch 6, damit wir auf die 175 kommen. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was mit dem Raptorfleisch machen. Da haben wir schon 15. Und ich habe ja noch etliche andere Rezepte, die für 175 sind. Die sind in der Bank. Also da habe ich geguckt, das müssten 4 oder 5 sein. Ich glaube 4. Was schon ziemlich cool ist dann. Ich habe kein Ziel. Ein Auge. Sehr schön. Wo sind denn jetzt die ganzen Raptoren, die hier eben noch waren? Habe ich die schon alle umgehauen? Waren die das schon wieder alle? Okay. Noch 3 Augen. Ich glaube fast, das schaffen wir jetzt tatsächlich nicht mehr. Gut, ein Ei. Ich sag da nicht nein, aber eigentlich wäre mir ein Auge lieber. Gleich noch was vor. Ich glaube nicht, dass wir das so schnell schaffen, deswegen. Seid gegrüßt. Ich mal gerade. Zumindest das Zeug, was man verkaufen kann, verkaufen. Was man gefahrlos verkaufen kann, womit nichts gekocht werden kann. Dann machen wir jetzt mal eben das Kochen hier. Das möchte ich noch gerne eben. Wäre es ja eigentlich schon total cool, nach Unterstadt zu reisen und mal alles hier an Rezepten zu machen, was ich machen kann. So, jetzt müssen wir eigentlich, genau, das ist sogar 15er. Ja, cool. Was bringt der denn? 8 Ausdauer und Willenskraft. Ja, wenn das nochmal nicht nett ist, ne? Finde ich auch gut. Ich würde sagen, ja, jetzt steht dem Ganzen nichts mehr im Weg. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Yippie! Okay, gut. Dann, ja, mal gucken. Ich wüsste, ob das
knusprige Spinnenfleisch das war, was man für das... Ah, egal. Ich verkaufe das jetzt einfach. Und ich verkaufe auch das einfach jetzt so. Das gibt 6 Ausdauer und das gibt 8 Ausdauer. Dafür hatten wir ja auch Rezepte, also deswegen verkaufe ich das jetzt nicht. Tigerfleisch? Weiß ich gar nicht, ob wir dafür auch ein Rezept hatten. Möglich ist es. Ziert in Ehren. Gucken wir mal. Wir werden jetzt auf jeden Fall beim nächsten Mal die Quests hier machen und die letzten beiden Hochland-Raptor-Augen besorgen und auch die Trolle der Bleichborgen etwas dezimieren. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.